Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Ich bin's wieder zu einem kurzen, kleinen, ganz kleinen, klitzekleinen Unboxing-Video auf meinem Kanal Marcel LP Simulatoren Let's Play. Ja, und ich begrüße euch heute dazu und an so einem warmen Tag. Es ist wirklich sowas von warm, 30 Grad bis 35 Grad hier bei uns. Ja, und es ist unerträglich und was ich sagen wollte ist, ja, es ist ein Unboxing-Video, ein ganz kleines, klitzekleines über ein Spiel, was schon am PC, also was auch schon auf dem PC rausgekommen ist und was für ein PC, was ich schon als PC-Version habe auf Steam, was aber heute für die PlayStation 4, ja, nicht nur für die Xbox One, sondern auch für die PlayStation 4 erhältlich ist. Ab dem heutigen Tag ist es erhältlich bei Saturn und Mediamarkt und Amazon und überall ist es erhältlich. Und zwar für die PlayStation 4. Und zwar zeige ich euch das gleich, aber erst sage ich euch schon mal, damit ich das am Ende des Videos nicht sagen muss, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal Marcel LP Simulatoren Let's Play und betätigt die Glocke unten rechts, damit ihr auch immer wisst, wann ich das nächste Video hochlade und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt oder ob euch das Video gefallen hat, gefallen habt und ja, das war's dann eigentlich und ja, ich bin Marcel LP Simulatoren Let's Plays und dann werde ich euch das Spiel jetzt mal zeigen. Und zwar ist das, hoffentlich erkennt ihr das, Train Sim World heißt das Spiel. Ich hoffe, dass ihr euch das, dass er das jetzt erkennt, sonst mache ich mal Licht an. Ich mache mal ganz kurz Licht an. Eine Sekunde warten. Und zwar hier. Train Sim World einmal mit dem Talent 2. Hier drauf, also Talent 2, hier Talent 2, Talent 2 hier, hier ist Talent 2 drauf, also hier ist Talent 2, da ist der Great Western Express und da ist die America Truck Lok für von dem Add-on NVC New York, New York, New Jersey. Und ja, es sind also nur die Add-on-Strecken dabei. Ich habe nämlich bei YouTube mal geguckt in den anderen Videos. Ich weiß jetzt gar nicht, ob bei der Release-Version auch CSX Heavy Owl, also ob das Add-on dabei ist, was im Hauptspiel enthalten ist, weil ich hier hinten nur lese, dass es das nur New York, London und Leipzig dabei ist, das Add-on, was ja sowieso für PC auch schon draußen ist. Wenn es nur die drei Add-ons sind, finde ich für den Preis es ein bisschen hart. Also ich finde das für den Preis dann auch ein bisschen bescheuert, ganz ehrlich, weil 49,99 für die Version hier für die PlayStation, alles schön und gut, weil das ja optimiert wurde für die PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Ja, es ist auch PlayStation 4 Pro fähig, wenn ihr hier hinten guckt auf dieses. Auf dieses Symbol PS4 Pro, PS4 Pro, hier kompatibel. Unterstützt Remote Play, HD-Videoausgang 1070p, 1080i, 1080p, DualShock 4 Vibrationsfunktion, mindestens 9 GB groß. Ist der mindestens 9 GB müsst ihr auf der Festplatte haben, damit ihr das installieren könnt. Netzwerkfunktion hat das und ein Spieler. Also man kann auch online nicht zusammenspielen. Es ist nur für einen Spieler das Spiel und naja. Ja, 49,99 kostet das. Die Standard-Edition. Es gibt auch noch die Deluxe-Edition. Die kostet 59,99. Und da habt ihr noch einen Zug dabei, einen Güterzug dabei, der auch als PC-Version rausgekommen ist für Train Sim World. Den habt ihr dann noch zusätzlich neben Leipzig, London und New York den Strecken dann dabei. Wenn ich find's ein ich werde es ein bisschen schade finden. Ich werde euch natürlich auch in den Kommentaren dann sagen oder ein Video auf der PlayStation über das Spiel aufnehmen und werde euch dann auch zeigen oder euch dann in die Kommentare sagen, wenn ich kein Video drehe, werde ich euch dann noch sagen, ob denn überhaupt CSX Heavy Owl, also ob das
CFX, das Add-on, was es auch im Hauptspiel mitgibt, dieses Güterzug-Add-on, ob das überhaupt erhalten ist. Wenn das nicht erhalten ist, finde ich es ein bisschen schade, wenn nur die drei Add-ons, diese Leipzig, London, New York nur da drin wäre. Würde ich es ein bisschen schade finden für den Preis, für 49,99, weil das ist echt viel Geld. Und also das würde ich dann ein bisschen schade finden, wenn nur die drei Add-ons hierbei wären, New York, London und Leipzig. Also das wäre ein bisschen schade, wäre das, dass wenn das CSX Heavy Owl nicht dabei wäre, wie in der PC-Version. Das würde ich ein bisschen schade finden. Was man natürlich auch machen kann mit Netzwerkfunktionen, meinen die, dass du dich mit deinem Duaktol Live Account anmelden kannst, der fragt dich nämlich immer beim Starten des Spiels, ob du dich da anmelden willst mit E-Mail-Adresse und ausgedachtem Passwort. Den Account kann man sich im Spiel auch erstellen, wenn man noch keinen hat. Auf der PlayStation 4 Version kann man sich den erstellen, den Account, und natürlich auch auf dem PC, wenn man die PC-Version besitzt von dem Spiel. Weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wofür das ist überhaupt, dieses Director Live. Ich hab mich da einfach mal angemeldet, hab einen Account da, damit ich mich da auch bei PlayStation 4 Version dann auch mit den gleichen Daten anmelden kann. Ja, und das war's dann eigentlich. Ja, es ist noch, hinten steht noch drauf, Deutsche Bahn. CSX für Heavy Owl, das Symbol. GRWR, American Truck oder Amtrak. Simu Referee und Simplegon. Simplegon ist hier noch hinten drauf. Dann steht hier unten noch Speedtree, Ural Engine, Drugtoll Games, Maximo Games. Dann steht hier noch, bei Transworld sitzen Sie am Steuer von Hochgeschwindigkeit zum Güterzügen Intercity Loks. Sie müssen diverse Aufgaben auf den meistgefahrenen Strecken der Welt erledigen, darunter New York, London und Leipzig. Erleben Sie realistische Nachbildung von echten Zügen, steigen Sie in den Führerschein oder entspannen Sie als Passagier, genießen Sie den Ausblick, lernen Sie die Grundlagen in den Tutorials und wenden Sie diese mehr in den zahlreichen Szenarien an. Das war's dann eigentlich auch. Hier vorne ist dann nochmal, steht dann nochmal Maximo Games, Director Games, www.pg-info und USK ab 0. Dann steht hier noch hin, wichtig, dieses Produkt ist durch technische Schutzmaßnahmen kopiergeschützt. Steht hier noch drauf. Dann, wenn du hier in die Box gehst, in die Box guckst, ist nur eine Blu-ray drin, wo das Spiel drauf ist. Und mehr ist eigentlich nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Und vergisst nicht zu abonnieren und das Video zu liken und die Glocke zu betätigen, damit ihr immer wisst, wann ich das nächste Video aufmache. Ciao, Kakao!